So, hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Sven Heidenreich, Folge Nummer 300. Ja, wir sind bei der 300 angegangen. Ich habe ja angekommen, nicht angegangen. Wir gehen jetzt die 300 an. Ja, ich hatte ja gesagt, was machen wir in dieser Folge? War mir noch nicht sicher, aber ich denke, jetzt haben wir ein gutes Thema, ein gutes, was heißt gutes Thema? Ja, es gibt gute Nachrichten. Ja, also erstens, der Abend gestern war sehr schön. Wir waren ja in diesem XXL-Restaurant in Frankfurt Oder. Frankfurt Oder. Ja. Frankfurt Oder liegt in den Rocky Mountains. Und nein, Frankfurt Oder natürlich. Und das in der Nähe ist auch, da in der Nähe ist auch das Kino, also oder ein Kino, ich weiß jetzt nicht. Also, aber vielleicht kennt der ein oder andere von euch ja das Restaurant. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, habe ich vergessen. Und da habe ich einen Burger gegessen und habe noch diverse Fleischsorten probiert. Ich muss dazu sagen, dass es ein Riesenburger war und dass ich den Burger natürlich auch nicht geschafft habe. Also wer den Burger in Facebook gesehen hat und jetzt denkt, Mann, ist Sven gefräßig, ja, der sei beruhigt. Ich habe heute noch was davon und werde wahrscheinlich auch morgen noch ein Stück davon essen. Und ich habe auch ein bisschen, ja, die anderen haben sich eine Kaiserplatte bestellt. Ja, der Mario hat uns, wie gesagt, eingeladen und ich habe aber beschlossen, dass ich, wenn ich noch mal dahin komme, kommen sollte, habe ich gesagt, werde ich auf jeden Fall keinen Burger nehmen, sondern ich werde dann mit der von der Kaiserplatte essen, weil die reicht wirklich. Wir haben noch jede Menge übrig gehabt und haben jede Menge auch mit nach Hause noch genommen. Da war Currywurst bei, da war Leber bei, da war alles Mögliche bei. Und deswegen haben wir gesagt, das reicht für 4 Personen. Ja, eigentlich. Ja, und deswegen, also da hätten wahrscheinlich auch 5 oder 6 Leute von essen können. Also deswegen habe ich gesagt, beim nächsten Mal keinen Burger, sondern dann trinke ich nur was und esse halt mit von der Platte. Ja. Ja, das ist schon mal das Erste. Ja, also der Abend war wirklich schön. Es war ein ganz normaler. Wir haben keinen Alkohol getrunken. Das möchte ich einfach nochmal betonen. Ja, ich habe so ein Erdbeer. Ja, Erdbeer, Zitronen, Minz, Zeugs getrunken. Ich weiß nicht, also alkoholfrei, ne? So ein, kann man nicht beschreiben, muss man probieren. Ja, war jetzt nicht der Renner, aber nach dem Burger hat das wirklich sehr gut. War es natürlich, weil er nicht so süß war. Er war halt sehr neutral, so würde ich es behaupten, mit Kohlensäure drin, also war so eine Art, war aber wirklich lecker, der Burger. Aber das Getränk gut, also da werde ich mir nächstes Mal vielleicht eine Cola holen oder so. Da gibt es so, ja, auch 1 Liter Gläser und so Sachen, also das ist wirklich der Hammer. Und ja, war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend. Vor allem, wir haben einfach nur zusammengesessen, mal wieder draußen Leute gehört, die zuerst war es für mich sehr ungewohnt, weil ich natürlich das gar nicht mehr gewohnt bin. Also irgendwo reinzukommen und da sind dann plötzlich total viele Leute und das war für mich, ich war erstmal so ein bisschen überfordert, dachte so, oh, Hilfe. Ja, also damit musste ich auch erstmal wieder klarkommen, so. Und ja, aber es war wirklich sehr, sehr, die Bedienung war auch sehr nett und ja, auch das Burgeressen, man hat mir das dann klein geschnitten, immer so in so Stücke, die man so in die Hand nehmen konnte. Ja, der Burger war ja wirklich riesengroß, also ein riesengroßer Teller und darauf lag der Riesenburger. Ihr habt es ja im Facebook, habt es ja einige gesehen und das war wirklich, aber ja, hat man mir wirklich gut zurecht gemacht und ja, hat er Ela gemacht und ja, und hat er geschnitten und das war wirklich sehr, sehr lecker. Ja, und war halt wirklich mal was anderes. Wobei ich dazu sagen muss, dass es mir gar nicht so auf das Essen ankam. Also das habe ich auch daran gemerkt, dass ich nicht alles geschafft habe und dass ich irgendwann auch gemerkt habe, ja gut, ich bin halt auch nicht so ein Riesenburger-Fan. Also ich esse mal einen Burger, zumal gut, das war ja auch kein klassischer Burger letztendlich. Das war so ein Sesam-Fladenbrot eher. Also das habe ich auch so gedacht, naja, gut, war sehr lecker, das Brot, muss man dazu sagen, ne? Aber für mich ist halt ein Burger irgendwie, ja, ich glaube, ich ziehe mich dann doch eher so zu den kleinen Burgern hin, die du einfach mal für 1 Euro nimmst, in die Hand nimmst und kurz mal isst, sage ich jetzt mal.
bei so großen Burgern, der war wirklich sehr lecker, aber das ist halt so, wo ich gemerkt habe, naja, also für Flo wäre es wahrscheinlich eher was gewesen. Ich habe halt gemerkt, ja gut, die Platte tut's auch, weil die Platte ist natürlich, ja, da ist alles drauf, ne? Da ist halt wirklich, also von Hühnchen bis Ente bis, keine Ahnung, Schweinefleisch, Currywurst, Wiener, ja, also unglaublich, was da drauf ist. Und dann nimmt man halt auch ein paar Soßen zu. Da gab es Champignonsoße, dann gab es so eine Knoblauchsoße und so. Und das ist natürlich, da habe ich dann so gedacht, eigentlich ist es doch viel geiler, so eine Platte. Und deswegen habe ich gesagt, nächstes Mal, wenn wir nochmal dahin gehen sollten, dann esse ich auch von der Platte mit und dann ist gut. Ja, brauchen Sie bloß eine Platte bestellen, fertig. Ja. Ja. Ja, und die zweite gute Nachricht ist, die Versicherung hat sich gemeldet. Es gibt tatsächlich für meine fehlenden Sachen Geld. Und zwar 690 € gibt es. Ja, also da ist das neue Keyboard auf jeden Fall drin. PSRS X600. Und das werden wir, also sobald das Geld dann. Wenn wir das bestellen und ja, das freut mich natürlich sehr, weil das war ja wirklich einer meiner größten Wünsche, dass ich endlich wieder ein bisschen Musik machen kann. Also erstmal im Sinne von abschalten, ne? Also ich rede jetzt gar nicht von irgendwie produzieren oder erstmal Lieder hochladen. Das wird natürlich erstmal Zeit brauchen. Erstmal muss ich mich ja genau mit dem Keyboard beschäftigen. Aber ja, auf jeden Fall ist das Keyboard drin und das finde ich einfach, das war gestern wirklich die beste Nachricht überhaupt. Also der Gedanke, wieder ein Keyboard zu haben. Dann haben wir auch gleich gesagt, wie wir das machen. Also, dass im Schrank ein Platz kommt, wo ich halt das Keyboard immer, wenn ich es nicht brauche, mit Tasche da rein, ne, und den Schrank zu, dass die Katzen nicht rankommen. Ja, also, dass wir da wirklich, das, ja, aber das ist wirklich. Also das war wirklich die schönste Nachricht überhaupt und es hat mich wirklich sehr gefreut. Vor allen Dingen, das ist ja auch nicht so, dass ich jetzt sage, oh, jetzt habe ich wieder ein neues Keyboard oder so, sondern für mich ist es ja auch so, dass ich euch dann auch wieder mehr geben kann. Ich kann musikalisch wieder ein bisschen was machen, ich kann euch das Keyboard vorstellen, ich kann vielleicht den einen oder anderen anregen, kauft euch das doch auch, wenn ihr das Geld habt, ne? Muss man ja immer. Ne? Aber ja, ich habe ja dann einen ganz anderen Auftrag, sage ich jetzt mal. Ne? Ich will ja nicht meine Musik supporten oder was ich mache, sondern ja, wenn sich dadurch eine Kommunikation auch ergibt durch dieses Keyboard, vielleicht findet sich ja auch der ein oder andere, der das Keyboard auch hat und man tauscht sich dann aus oder ne, das ist halt das, was ich eigentlich damit bezwecke. So, ne? Und vielleicht kann man ja auch für den ein oder anderen mal irgendwas machen oder mit zusammen irgendwas zusammenstellen oder sowas. Ne? Also das sind so die Ideen. Und aber erstmal muss ich mich mit dem Ding ja auch erstmal richtig auskennen und das wird ja auch eine Zeit lang dauern. Ja, aber ich werde auf jeden Fall, sobald es da ist, werde ich einen Podcast drüber machen, werde es euch vorstellen. Natürlich nicht so wie diese ganzen Keyboard-Vorsteller, sondern ich werde das mehr so auf meine eigene Art machen. Ja, ich werde euch die ein oder anderen Werksbeats zeigen, werde immer dazu auch was sagen. Dann werde ich es wahrscheinlich so machen, weil ich werde ja erstmal noch kein Mikrofon dazu haben. Das heißt, ich werde es dann so machen, dass ich einfach es mit dem Olympus aufnehmen werde. Ganz, ja, also, ne, also einfach, was das Keyboard so kann. Und sobald ich halt ein Mikro habe wieder, werde ich euch auch zeigen, was der Mikrofoneingang so kann. Denn das wurde bis jetzt noch nicht vorgestellt. Also ich habe noch kein einziges Video gefunden, wo der Mikroeingang von diesem Keyboard ist. Es wurde zwar immer nur gesagt, es hat einen Mikrofoneingang, aber bis jetzt hat es niemand irgendwie groß getestet. Was ich auch gar nicht verstehe. Und ja, und das werde ich dann halt tun. Ne? Werde es aber, wie gesagt, auf meine Art machen, mit viel Gelaber auch zwischendurch und ja, einfach wie ich das Keyboard bediene und ja, natürlich ohne Coversongs. Ne? Das ist logisch. Also ich werde gucken, dass ich dann auf jeden Fall was Eigenes irgendwie einbringe. Ja. Ich meine, wenn ich mal den einen oder anderen imitieren will, dann kann ich es ja mit irgendwelchen eigenen Kauderwelsch-Texten machen. Ne? Wenn ich zum Beispiel Roxette mal kurz nachäffen will, dann singe ich halt irgendwas Eigenes mit der Peer-Stimme oder so. Spiele irgendeine besondere Gitarre dazu und dann
Ja, also so werde ich euch dann so zeigen, was man damit so machen kann. Ja, ich werde euch also diese Sachen irgendwie andeuten. Ja. Und ja, und dann gucke ich auch, dass ich für meinen Podcast halt den ein oder anderen Live-Jingle dann mache. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt in die Küche, dann spiele ich einen kurzen Klavierpart oder eine kurze Streicher oder eine kurze Gitarre ein per Hand. Und dann gehe ich in die Küche. Also habe ich mir das so vor, so stelle ich mir das so vor, ne? Ja, also auch richtig so mit, Moment, ich setze mich mal kurz ans Keyboard. Und dann spiele ich, so, ich spiele jetzt mal kurz die Zwischenmusik. Ne, so, also so richtig, dass man halt auch merkt, dass es live ist. So stelle ich mir das einfach vor. Ja. Also, dass ihr auch richtig mitbekommt, das ist jetzt nicht zurechtgeschnitten oder das ist jetzt nicht irgendwie, ne? Also, und deswegen werde ich auch vieles natürlich über den Olympus einspielen. Wenn ich nicht gerade jetzt wirklich was mit Gesang und diesen Harmonizer machen möchte oder so, ne? Ja, das sind so die guten Nachrichten, ja. Und vor allen Dingen ein Riesendank geht natürlich an Ela und Stefan, die mich kräftig dabei unterstützt haben, ne? Und auch einen sehr großen Dank an dich, Flo, denn du hast immer daran geglaubt, du hast immer gesagt, vielleicht passiert ja was mit dem Keyboard und so. Und dafür bin ich dir einfach sehr dankbar. Ich selbst habe eigentlich nicht mehr daran geglaubt. Ich habe letztendlich schon damit aufgegeben. Ich habe das schon aufgegeben und habe gedacht, ach, naja, es gibt vielleicht 200 € oder 100 € von der Versicherung zurück und das war's. Aber du hast eigentlich immer daran geglaubt und dafür bin ich dir eigentlich, was heißt eigentlich, dafür bin ich dir wirklich sehr, sehr dankbar. Und ja, ich hoffe, dass du auch irgendwie davon profitierst von diesem Keyboard. Also natürlich nicht so wie, klar, du hast es jetzt nicht, aber vielleicht mal gucken. Vielleicht kann man da ja irgendwie, ja. Ja, vielleicht spornt dich das ja auch dann mehr an und du holst es dir irgendwann auch. Oder ja, also. Das ist mir halt wichtig, dass ich nicht, dass ich das, denn wenn ich das habe, nicht nur mich selbst da irgendwie berausche, sondern dass ich auch euch irgendwas geben kann. Das ist mir sehr wichtig, ne? Weil darum geht es mir eigentlich. Ja, mir geht es nicht darum, mich selbst darzustellen und guck mal, was ich habe, guck mal, was ich kann, sondern ja, wenn da was Großes entsteht dadurch, etwas Großes im Sinne von, ja, wenn man wirklich mal, ja, vielleicht kann man dann wirklich auch mal das ein oder andere Hörspiel irgendwie zusammenspinnen. Dann kann man eine Musik dazwischen irgendwie einspielen oder so, ne? Und das ist halt alles, das ist ja alles natürlich machbar, ne? Und ja, mir ist es halt wichtig, dass nicht nur ich von diesem Keyboard profitiere dann, sondern auch andere. Ja, und das finde ich immer wichtig, wenn man selbst was Schönes erlebt, dass auch andere irgendwie damit ja, einsteigen können oder was zu tun haben. Ich mag nicht dieses, guckt mal, ich habe und ihr habt es nicht, so, ne? Und das ist mir mal ganz wichtig, weil ich weiß selber, wie ich mich oft fühle, wenn ich irgendwas lese oder irgendwas höre und jemand erzählt irgendwie, ja, guck mal, ich habe jetzt mir für was ich, oder ich habe jetzt das und das und ja, dann wird man neidisch und ja, und mir ist es halt ganz wichtig, dass ich, ja, dass man irgendwie mehreren Leuten damit was geben kann. Ne? Also, dass man halt sagen kann, okay, man hat das Ding jetzt. Ja, weiß ich nicht, aber wenn einer vielleicht eine Musik braucht oder einen Sound, manche, vielleicht braucht einer auch nur irgend so ein bestimmtes, irgend so einen bestimmten Riff oder irgend so einen bestimmten, oh ja, spiel das mal, schick mir das mal oder so als Klingelton oder als weiß ich was. Ne? Vielleicht kann man da ja auch irgendwie, ne, natürlich für umsonst, ja, also nicht jetzt für Geld oder sowas, sondern. Ja, dass man halt was geben kann auch, ne? Dass man halt auch Danke sagen kann. Und ja, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ja, kann ich dazu nur sagen. Also, weil ich bin wirklich dankbar dafür und ich hätte es echt nicht mehr geglaubt. Wirklich nicht. Ich habe gedacht, ich werde nie wieder Keyboard spielen. Das habe ich wirklich gedacht. Ja, also ich dachte wirklich, es ist aus, vorbei. Nie wieder Musik machen. Und ja, es ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, ich freue mich schon mit diesem Keyboard einfach Going Home zum Beispiel zu performen und von Bernd und ja, die ganzen
Heart and Soul oder Bernd und Sven, wie man es auch nennt, Lieder in dem neuen Gewand zu präsentieren und auch, ja, vielleicht schaffe ich es ja auch, diese Bernd- und Sven-Atmosphäre so ein bisschen darzustellen, obwohl Bernd ja nicht hier ist, aber naja, vielleicht kann ich das ja so ein bisschen nachäffen, so von wegen, stellt euch jetzt vor, hier ist Bernd und hier ist Sven und dann, ne, meine Gitarren sind ja sehr gut von diesem Keyboard, da kann man ja schon so ein bisschen rumspinnen und ja. Ja, Beast and Gentle, ja, ist natürlich schwierig darzustellen. Da müsste ich dann irgendwas, kann ja nicht Dickies Lieder hochladen. Das heißt, ich müsste dann halt irgendwas machen, was so ähnlich klingt. Also wo man halt merkt, oh ja, jetzt das könnte aus der Zeit von Beast and Gentle stammen, ist aber was Eigenes. Ne? Also sowas werde ich dann halt probieren. Ne? So sozusagen so eine Art Hommage an die Zeit mit Beast and Gentle dann. Ne? Also dass ich vielleicht so ein Stück mache, was so vom Stil her klingt wie Dancing on the Floor, wo jeder halt raushört, ah, es klingt ja wie, ist es aber nicht. Ja, also sowas werde ich dann halt wahrscheinlich umsetzen, um einfach diese Zeiten zu reflektieren, ne, und zu sagen, ja, guck mal, so war's. Ich werde natürlich auch Lieder von Dicky aufnehmen mit dem neuen Keyboard, aber die werde ich natürlich nicht online stellen. Ist logisch. Das ist dann nur für mich. Aber ja, mal gucken, was mir da so einfällt, ne? Ob ich sowas hinkriege zum Beispiel. So ein Lied, was klingt wie, als wäre das, ne, dass jeder halt so sagt, der Beast and Gentle kennt, Moment mal, ja, das könnte ja, das klingt ja wie Dancing on the Floor, ist es aber nicht, ne? Und sowas will ich halt auch erreichen irgendwie, ne? Weil klar kann man natürlich die Lieder von anderen nicht nehmen, also musst du natürlich irgendwas Eigenes machen, ne? Und ja, vielleicht gelingt mir das ja. Also, vielleicht auch nicht. Aber ja, irgendwie muss man das ja alles ein bisschen reflektieren und zeigen irgendwie, Mensch, das war doch eine gute Zeit. Auch wenn sie vorbei ist, auch wenn die Art der Musik nicht mein Fall manchmal war. Aber trotzdem muss man ja auf diese Zeit zurückblicken und sagen, Mensch, und trotzdem nach vorne gucken natürlich. Ja, auch eigene Songs werde ich dann wieder machen. Mal gucken, vielleicht verliebe ich mich ja wieder, dann schreibe ich ein Lied. Das wäre natürlich wieder schön. So ein typisches Sven-Lied, ne? Wenn ich wieder verliebt bin und den Namen nenne, der Frau, die ich liebe. Das wäre natürlich auch wieder toll, wo alle wieder sagen können, ha, typisch Sven, setzt er wieder den Namen ein. Und ja. Wäre schon sehr, sehr cool. Und das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten jetzt. Ne? Also wenn ich weiß, ich komme nach Hause, kann mich ans Keyboard setzen, zwei, drei Lieder spielen, fertig, das mal aufnehmen. Ne? Oder ich kann halt auch für die Arbeit was produzieren. Ich kann dann halt, ja, produzieren klingt immer so hyper, ja, also, aber man sagt es ja nun mal so. Ich habe da zum Beispiel auch überlegt, mal ein Playback aufzunehmen und dann, ja, weil die hat das Keyboard auf der Arbeit ist ja nun wirklich nicht doll. Und dann würde ich das halt auch mal so machen, dass ich mit Playback, ne, das wird der ein oder andere vielleicht denken, ja, Playback und so. Wo ich sage, naja, aber mir ist ein Playback lieber als ein Schrott-Keyboard, was, also ist wirklich, naja, Schrott will ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt wirklich grottenschlecht auf Arbeit. Ja, es ist nett von denen, dass sie mir das ein Keyboard besorgt haben. Ja, also von der Geste her ist es natürlich super. Aber also ehrlich gesagt, ich würde lieber mit einem Playback auftreten auf Arbeit, als mich an dieses Keyboard zu setzen. Also, ja, weil. Wie gesagt, die Möglichkeiten sind ja auch sehr begrenzt. Ja. Man hat kein Transposer drin. Ich arbeite viel mit Transposer. Ja. Ich bin nun mal kein Pianist. Also, und kann nicht alle Tonarten greifen. Also spiele ich halt mit Transposer. Ich habe auch damit kein Problem, weil ich mir einfach sage, ja, deshalb bin ich auch kein Pianist, sondern ich bin ein Keyboard-Spielender. Also ich bin kein Keyboarder. Das ist wieder was völlig anderes. Ja. Ich bin auch kein. Also heute würde ich auch sagen, ich bin kein Musiker, ich bin ein Musikmachender. Für mich sind das Unterschiede. Ein Musiker ist jemand, der das beruflich macht, der auch sein Handwerk versteht. Ich bin halt Musikmacher. Also ich kann es ein bisschen, ja, und zwack mir da aus allen Teilen was raus, letztendlich. Ja. Kann nichts perfekt, kann ein bisschen Cajon spielen, ein bisschen Kongas spielen, aber auch dürftig jetzt, also nichts. Ne? Bongos spielen ist natürlich alles ein bisschen dürftig. Also jeder Percussionist
kann es besser, aber es ist halt, um Sachen zu untermalen, okay. Ja, und aus dem allen zauber ich halt was und das ist dann sozusagen mein Sound. Und ja, das kann ich jetzt wieder machen, ne? Und das finde ich einfach, also sehr ergreifend einfach, weil ich nicht mehr dran geglaubt habe. Ich habe wirklich gedacht, so, das war's. Musik machen wirst du nie wieder tun. Ja, wie gut, dass man Freunde hat, wie Flo, die an einen geglaubt haben, die einen Hoffnung gegeben haben. Und ja, auch Ela und Stefan, die ja eine Menge dazu beigetragen haben letztendlich und ja, das auch alles geregelt haben mit der Versicherung und ja, hätte ich ja alles gar nicht alleine stemmen können letztendlich. Also ich hätte die Nerven dafür gar nicht gehabt. Ja, ich hätte wahrscheinlich gesagt, ach Scheiße und lass doch und ja, und aber da sieht man es, dass es einfach wirklich Leute gibt, die an einen glauben. Das ist ja auch wichtig im Leben. Man soll natürlich auch selber an sich glauben, aber ja, wenn man natürlich gar nichts mehr hat, letztendlich keine Musik mehr machen kann, dann ja, an was soll man letztendlich denn glauben, ne? Also, ich habe mich schon noch so ein mit so einem Billig-Keyboard gesehen, so irgendwie dachte so, naja, irgendwann habe ich dann so ein Keyboard dazu stehen. Ja, und das ist wirklich, ich bin echt, ja, überwältigt. Und deshalb trinke ich jetzt auch einen Kaffee mit euch. Und wie gesagt, meine Mission ist, ich möchte euch daran teilhaben lassen. Ja, ich möchte euch wirklich, dass ihr auch was davon habt, dass ihr der ein oder andere sich vielleicht auch sagt, oh ja, geiles Keyboard, hole ich mir. Oder ja, vielleicht kann ich dem einen oder anderen ja wirklich mal irgendwas schicken, was er verwenden kann. Denn wir wollen ja auch schließlich so Sachen wie der GEMA und sowas so ein bisschen zeigen. Ja, wir wollen halt damit nicht Geld verdienen. Wir wollen einfach, dass Leute Freude dran haben. Ja, und ich werde dann auch mal gucken. Vielleicht kann man mit dem Keyboard ja auch Sachen einsprechen. Oder ne, wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, er braucht mal einen Einsprecher oder so oder will selber was einsprechen und ne, das kann man alles dann, oder braucht eine Musik dazu, irgendeinen Sound dazu. Ne, nichts Kompliziertes, einfach. Das kann man dann machen und dann, ja, so kann man sich gegenseitig ein bisschen helfen. Ja, das ist halt das, was die Großen nicht hinkriegen. Ne? Die Großen denken alle nur an sich und genau das wollen wir ja nicht. Ja, das ist so das, was demnächst passieren wird. Und das wird natürlich alles noch ein bisschen dauern. Also muss ja das Geld irgendwie kommen und dann, ja, aber dann geht's los. Dann werde ich wieder singen, Spaß haben. Sound-Ära betreten. Für mich ist es ja wirklich eine neue Sound-Ära letztendlich. Ja, weil der PSRSX 600 ist ja wirklich eine ganz neue Ära von Sound. Er ist günstig. Das mag vielleicht für den einen, der nicht so, für den einen oder anderen, der vielleicht nicht so Ahnung von Keyboards hat. Ne? Er mag jetzt vielleicht sagen, oh, 600 Euro ist teuer. Ne? Man muss ja mal bedenken, was kosten die ganzen Profiteile. Ne? Jeder, der Keyboard spielt, weiß das, dass es Modelle gibt, die bis zu 2000, 3000, manche sogar 4000 Euro kosten. Ne? Das kann sich ja ein Normalsterblicher überhaupt nicht leisten. Bin ich einfach sehr, sehr dankbar. Vielleicht kann ich ja auch ein bisschen kombinieren. Also vielleicht kann ich ja auch zum Beispiel Folgendes machen. Ich kann ein Playback vorbereiten und kann dann mit dem Keyboard auf der Arbeit dazu spielen.
sodass Leute halt noch sehen, dass ich live was mache. Ne? Das hört man ja auch, weil bei dem Keyboard ist es nicht zu überhören. Also bei dem auf Arbeit, dass das dann dazu gespielt wird. Aber das ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Dass man halt ein Grundplayback hat, was richtig gut klingt, sage ich mal, und dann halt ein bisschen Klavier zuspielt oder ne? Das, so kann man das kombinieren. So sehen die Leute halt doch noch, dass ich was live mache. Ich kann ja auch dazu sagen, die Musik kommt vom Band und ich spiele ein bisschen dazu. Und dann ist das halt auch ehrlich. Ne? Weil wenn ich gerade, wenn ich was selbst einspiele zum Beispiel dann, und das dann verwenden kann, ja, das ist halt mit dem Keyboard auf Arbeit nicht möglich. Das klingt nicht. Ihr habt es ja gehört teilweise. Also die, ne? Das heißt, aber vielleicht kann man da ja so eine Lösung finden, sage ich jetzt mal. Ja, das ist doch auch okay. Ja. Vorausgesetzt, diese ganzen Corona-Regeln sind vorbei. Und man kann wieder richtig irgendwie eine große Weihnachtsfeier machen und so eine Geschichte. Ne? Also das wäre schon schön. Ja. Ja, wir werden sehen, was die Zeit bringt. In erster Linie ist es halt für mich erstmal ein Runterkommen. Dafür brauche ich das Keyboard. Ja. Weil wenn ich Stress hatte, einfach Kopfhörer auf und dann schöne Gitarrensounds einstellen und dann halt rockmäßig irgendwas spielen, um runterzukommen. Ne? Das ist dafür brauche ich das halt. Ja. So. Und da ist schon mein Kaffee. Ich trinke den heute auch ohne Zucker. Also hat die 300. Folge doch ein Jubiläum und einen ja, guten Beigeschmack. Das ist doch schön. Wir haben so. Das haben wir schon mal. Jetzt kommt die Tasse. Die stelle ich schon mal rüber. Platz mit der Tanz. So. Oh, umgefallen. So, ja, passiert. Ist aber nichts passiert. So. Also ich habe auch schon überlegt, wenn Flo und ich zum Beispiel über Jantenna reden, könnte man ja auch kurz einspielen. So ein, also wir können natürlich die Musik nicht verwenden, aber wenn ich kurz mal einspiele oder so, das kann man ja machen. Ich meine, da kann keiner was. Ich meine, das könnte ja auch ein anderes Lied sein, rein theoretisch. Ne? Man könnte ja, also das, ich denke mal, dass bei, wir singen das ja auch, dieses, also ich glaube, da kann man, wenn man das kurz mal einspielt mit dem Keyboard, ja, man könnte ja auch noch einen Sound nehmen, der gar nicht so klingt, sodass nur wir wissen letztendlich oder die eingefleischten Fans wissen, das könnte jetzt die Tenor-Musik sein. Ne? Also da kann man ja rumtricksen. Ja, aber das ist natürlich auch geil irgendwie. Ne? Vor allem können wir dieses ganze Podcasten und dieses ganze Zwischenmusiken, das kann man dann so schön verarschen. Da freue ich mich schon drauf. Ja, oder so ein Multipad abfahren und dann so, oh scheiße, falsche Zwischenmusik und so. Also da habe ich schon echt lustige Ideen, so wie man das dann so ein bisschen, ne? Oder man sagt dann ja und, oder ich sage dann halt auch so Sachen wie, ja, mein Pianist spielt jetzt kurz mal eine Zwischenmusik und dann spiele ich halt irgendwie so Töne, die gar nicht zueinander passen und so, so eine Geschichte halt. Habe ich so überlegt. Und dann sagt sie ihm, ja, das ist, na, dann könnte man natürlich wieder so ein bisschen Siegfried, ne, hier, diesen Ingo, diesen Sänger Ingo, ne,
Parodien, wo er doch meinte, das ist Kunst. Ja, also das kann man dann auch schön parodieren und so eine Geschichten halt, ne? Also das so ein bisschen auf die Schippe nehmen. So. Oder das mein Lieblingsklassisches Konzert, ne? Dass ich zum Beispiel sage, ich spiele jetzt ein Werk von Ottwin Keldemann in Ö-Dur, Sirius Verzeichnis 733, Ödipus 9 oder sowas, ne? Und dann spiele ich halt irgendeinen Scheiß. Also sowas macht mir einfach Spaß und sowas kann man dann wieder machen. Ne? Und das ist einfach cool, oder? Man hat eine geniale Idee irgendwie, eine kleine Komödien-Sache und spielt es dann einfach schnell ein und kann es dann hochladen. Und das ist einfach geil. Also da fällt mir bestimmt einiges ein. Oder man deutet kurz einen Coversong an und dann kann man ja auch sagen, hey, komm, Pianist, spiel nichts Bekanntes, sonst kommt die GEMA. Ja. Oder sonst werden wir hier gesperrt. Dann spiel was Eigenes. Und dann so, ich kann doch nichts Eigenes, ich habe noch nie was Eigenes geschrieben. So, ja, dann eben schreien, improvisiere. Ach, ja, also man kann da jede Menge Witze drüber machen. Und ja. Ich liebe das ja überhaupt, diese ganze Konzertreihe so mit, wir spielen jetzt ein Werk von bla 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 in so und so. Ich liebe das einfach zu parodieren so, ne? Weil das einfach, wo ich so manchmal denke, boah, das sind meistens Informationen, na, die ist einem ja nur wichtig, wenn du jetzt Fan davon bist. Und so, wenn du so als Außenstehender hörst, von wem das alles ist, in welcher Tonart und welcher Satz, dann sagst du als Außenstehender natürlich, oh Gott, das kann man natürlich schön parodieren, ne? Ja, kannst du zum Beispiel so Sachen sagen, wie ich spiele jetzt ein Stück von Ferdinand Ökuschusch in Ü-Dur aus dem Kaffeesatz 320. Sowas zum Beispiel. Über sowas amüsiere ich mich einfach. Das ist einfach geil. Sich irgendwelche kuriosen Namen ausdenken und ne? Ja, und dann könnte man auch noch so tun, als wenn man diesen Komponisten einladen würde, ne? Und so, ja, das ist der Herr Kajandis aus Uktubala und oder so. Er hat ein neues Album aufgenommen, oder? Das heißt, ja, also da fallen mir schon einige Sachen ein. Und ja, wir haben ja in dem Keyboard auch viele Multikulti-Sachen drin. Also man kann ja dann zum Beispiel auch machen, also wegen, ja, ich befinde mich hier in Indien und spielt kurz so ein indisches Multipad ab oder so. Ne? Also kann man ja auch mal so ein bisschen rumscherzen. Ja. Also das als Beispiel, weil da ja halt viele indische Sachen auch drin sind. Aber auch türkisch und arabisch und irisch und ach, das ist alles drin. Ne? Also das wirklich, da kann man wirklich. Alles Mögliche machen mit. Also das wird wirklich eine schöne Zeit jetzt und für mich auch zum Abbauen. Ich kann wieder endlich richtig abbauen. Ich kann wirklich sagen, oh, ich kann wirklich mal wieder so ein bisschen von mir los. Ich kann wieder so Soundsachen schaffen, ne? So was, was ich mit Bernd halt auch gemacht habe, so sphärische Sachen. Ne? Da freue ich mich auch schon drauf. Vielleicht mache ich wieder so ein Spacetime 5 oder sowas. Ja. Dann kann ich zum Beispiel auch wirklich die Zeit mit Bernd so ein bisschen verhunzen, ne? Indem ich dann halt ihm nachmache. So, ja. Und dann, ne? Mit nächstes Stück. Kommt von mir selbst, ist ein Klassiker. Ja, was schon mal, ne? Also das ist schon mal die Aussage an sich, ja, kommt von mir selbst, ist ein Klassiker. Finde ich schon sehr geil, weil keine Sau kennt das. Das ist geil. Also so eine Ideen habe ich halt. Kommt von mir jetzt, ne? Also hat Bernd nie gesagt. Aber sowas halt, ne? Oder dass ich das dann halt so diese Bernd-Sven-Sache so ein bisschen parodiere auch, aber einen guten natürlich, denn ich kenne ja Bernd, der lacht sich über sowas schief. Wenn er das mitkriegt und der liegt dann wieder auf dem Boden und lacht wahrscheinlich, dann kriege ich wahrscheinlich Lachanrufe von dem oder so. Ja! Das ist halt Bernd, ne? Ja, aber vielleicht holt ihn das ja auch wieder so ein bisschen raus und vielleicht hat er auch wieder Bock, mehr Musik zu machen und ja.
hoffe das ja. Ich meine, gut, letztendlich ist es seine Entscheidung, ob er wieder Musik macht, aber ja. Das wird auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Also wir haben einiges vor, wenn das Ding da ist. Und erstmal so eine schöne Einführung werde ich euch geben. Also keine Sorge, das wird nicht irgendwie so wie die anderen das machen. Ich werde versuchen, das auf die lustige Art auch zu machen. Ich meine, natürlich machen das die Firmen gut. Und gerade der Michel Fonken, oder wie er heißt, spricht man den so aus, der hat das ja noch wirklich geil gemacht. Ne? Aber ich werde es natürlich auf meine Art machen. Und ja, werde das Keyboard auch mehr so als Spielwiese vorstellen. Also ein bisschen so, was kann man damit machen? Wie kann man seinen eigenen Stil damit finden? Und wie kann man zum Beispiel auch mit einfachen Mitteln, mit einfachen Sachen, die man einspielt, schon eine kleine Atmosphäre schaffen zum Beispiel. Ne? Mal gucken, was da für Geräusche drin sind. Vielleicht sind da ja auch ein paar Pferdchen drin und Viren oder sowas. Vielleicht kann man ja da auch so eine kleine Wendy-Story kurz mal zusammenspinnen. Ein bisschen Strand, ein bisschen Wasser dazu und dann so, ach, ich bin hier gerade am Strand und reite mit auf Penny, hoffentlich sieht mich keiner. So was kann man ja dann auch mal machen. Hoffentlich findet Penny wieder zurück, ich weiß ja nicht, wo, ich sehe ja nichts und so eine Geschichte, ne? Also da kann man also ein bisschen rumscherzen. Ja. Antenna kann man natürlich auch ein bisschen so, ne, da kann man natürlich auch so ein Antenna-Hörspiel so ein bisschen machen, indem man dann halt irgendwie Antenna, seine Freunde geraten in, dumm, kommt der Keyboarder mal kurz an die Taste, kannst du das mal lassen jetzt? Ich spreche gerade in den Erzählertext ein und ach, also was kann man machen, ne? Ja, also dann könnte der Keyboarder sagen, ja, wenn wir dich einfach nur reinschneiden würden, dann wäre das besser, dann könnten wir. Dann bräuchten wir hier nicht live rumsitzen und sagen, hey, Kollege, dafür wirst du bezahlt. Und ach, da kann man so geile Sachen machen. Also, ja. Oder ich kann euch auch mal so eine virtuelle Probe zusammenstellen. Habe ich auch schon überlegt, so eine Probe, wie sie also so dieses Proberaum-Ding verarschen, so ein bisschen. Ne? So von wegen, ja, dann spielen wir mal die Passage und dann. Ja, das habe ich auch schon überlegt, so dieses Proberaum-Flair so ein bisschen auf die Schippe nehmen und dann letztendlich ändert sich das Stück kaum. Man spielt es irgendwie 16 Mal durch in eine Sequenz und irgendwie bleibt man dann doch beim ersten und so. Also sowas könnte man zum Beispiel auch mal verarschen. Ja, also. Weil das ist ja oft so, ja. Da wird 16 oder 17 Mal eine Frequenz geübt und eine Sequenz geübt. Und letztendlich stellt man dann fest, ach, das erste war doch geil. Oder das zweite. Ja, und ja, das kann man ja auch ein bisschen auf die Schippe nehmen. Oder ich finde es immer so geil, wenn so die einzelnen Musiker so ihre Dinger, ihre Macken haben. Wenn zum Beispiel so ein Schlagzeuger sagt, nee, ich muss die Snare noch ein bisschen duf, duf, duf. Und das Geile ist ja oft, dass der Außenstehende, der hört das gar nicht. Das kann man mit dem Keyboard natürlich auch gut darstellen. Ja, du spielst dauernd die gleiche Snare ein und es ändert sich eigentlich gar nichts. Und der Schlagzeuger sagt dann so, ist noch nicht richtig, ich muss noch ein bisschen tunen. Und ein anderer sagt dann halt irgendwie, sag mal, hörst du was? Nö, was macht der da eigentlich? Also das kann man dann auch so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Ja, oder wie manche Leute mit Sounds sind. Einer sitzt am Keyboard und macht nur eine Kleinigkeit Veränderung am Sound. So, das ist so dieses wie sagte doch unser Keyboarder immer, unser Gitarrist, ein Müh, hat er mal gesagt. Und ich habe dann gibt manchmal Sachen, die ein Außenstehender natürlich überhaupt nicht mitkriegt. Und dann, was hat sich denn da jetzt geändert an dem Sound? So, und das kann man ja auch auf die Schippe nehmen dann. Natürlich alles ein bisschen mit Augenzwinkern und Humor. Ne? Also,
Das ist wichtig. Aber das sind so die nächsten Projekte. Hochgestochenes Wort. Aber ja, mein Traum wäre ja wirklich eine Freundin zu haben, mit der ich sowas machen kann, ne? Also ein bisschen Musik machen kann, und muss ja keine Virtuose irgendwo sein. Ich meine, wenn sie kein Instrument spielt und nur singt, das geht ja, ist ja auch okay. Mein Instrument ist natürlich schöner, weil sie dadurch natürlich mehr von sich preisgeben kann. Ja, also wenn man nur singt und ein anderer macht die Musik, das ist dann so... Das geht natürlich auch, klar. Aber da sind halt die Anforderungen wieder ziemlich schwierig, weil, also ich könnte mir nicht vorstellen, für einen Menschen die Musik zu machen und dann, also das wäre mir einfach zu, da hätte ich einfach, also nicht, weil, also erstens, weil ich es wahrscheinlich gar nicht könnte, aber ich hätte natürlich auch Angst, dass es dann zu sehr nach mir klingt. Also dass man dann sagt, ja, ist ja ganz nett und sie hat eine schöne Stimme, aber die Musik klingt halt nach Sven, so. Und ich finde es halt immer schöner, wenn zwei Musik machen können, und sei es nur, dass sie ein Instrument ein bisschen spielt, reicht ja schon. Dass man halt auch gleich hört, ach, da spielt sie halt mit, so. Ja, und Mia zum Beispiel hat eine ganz tolle Stimme. Ich habe ihr schon immer gesagt, sie könnte bei Deutschland sucht den Superarsch auftreten. Aber sie geht da nicht hin. Nicht wahr, Dicke? Ja, da willst du nicht hin, ne? Bei Deutschland sucht den Superarsch, oder? Nee, ne? Willst du nicht. Deutschland sucht die Superkatze. Ja, das wäre schon eher was, ne, Dicke? Ja, geht Pfötchen. Achso, du bist ja kein Hund, du bist eine Katze. Entschuldigung. Ja, meine Süße. Ja. Bist du ganz anschmiegsam. Kommst mit Pfötchen. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf meine Performance von Going Home auf jeden Fall. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal neu machen. Nicht besser machen, sondern ich will wirklich diese Atmosphäre. Ich mal gucken, ob ich das hinkriege. So von wegen Bernd und Sven. Ich sage natürlich nicht, hier ist Bernd. Ne? Sondern ich sage dann so, jetzt kommt Bernds Lied, Going Home. Und dann versuche ich halt so ein bisschen die Atmosphäre so darzustellen. Ne, oder ich mache aus Comedy-mäßig, mache ich dann halt auch mal Bernd nach. Klar, aber... Also, dass ich zum Beispiel so Sachen sage wie, ja Bernd, wie geht's dir so? Ja, ich wäre gut, also wenn ich jetzt wirklich da wäre, wird ja nur nachgemacht. Scheiße, warum wäre ich nachgemacht? Mann. Wieso ist das ein Riesenproblem für dich? Das macht mich schon fertig. Ja, dann müssen wir halt Going Home singen oder sowas. Going Home ist so ein geiler Titel. Also so eine Sachen halt. Und dann, ne, also... Da habe ich schon Ideen für. Ne? Oder Watching the Sun, ne? So eine Sachen halt, die. Also das wird dann spaßig. Ich sage dann einfach mal als Bernd einen Song an. Ne? Der nächste Song ist Watching the Sun. Und spielen wir einfach. Und dann, ja, und ich mir dann versuche halt diese Atmosphäre so ein bisschen zu parodieren. Und ja. Natürlich immer so mit Zwinkern, also immer mit, ich mache ihn gerade nach. Also nicht, dass ich das als Bernd und Sven verkaufe, ne? Sondern halt, dass ich auch als Bernd dann sage, oh, warum wäre ich nachgemacht? Er so, Mann, nee, ey. Wäre doch besser, wenn ich jetzt wirklich da wäre und meine echte Stimme, ne? So eine Geschichte halt. Also dass wirklich so diese Sehnsucht auch rauskommt, ne? Dieses Mann, wäre das doch geil, wenn wir jetzt zusammen Musik machen würden. Das ist die Message eigentlich von dieser Parodie, ne? Also... dass es alles seinen Sinn hat. Ne? Na, was ist denn hier los? Aha. Ich dachte schon, mein Rechner will ich, aber ich habe nicht doll genug drauf gedrückt. Ja, das wird also eine schöne Zeit werden. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass auch andere Nutzen davon haben. Ja. Desktop-Fenster.
kann man ja wirklich auch mal online-mäßig was zusammen machen, dass mir einer, also ich stelle mir das dann so vor, dass einer was, also nehmen wir mal an jetzt, also Bernd wird es nicht machen, aber nehmen wir mal an, ich kriege eine Freundin, die ein bisschen Gitarre spielen kann und die, oder Klavier spielen kann und hat ein eigenes Lied und ja, spielt es mit Klavier und singt dazu, ja, also muss kein schweres Lied sein, ja. Und ich würde dann ein Schlagzeug dazu machen und Bass und also das, was halt nicht da drin ist. Und ja, so eine Geschichte zum Beispiel. Ja? Also, dass es eine Gemeinschaftsarbeit wird. Ja. Oder wenn jetzt wirklich meine Freundin nur singen kann, ja, also, was ja nicht schlimm ist. Ne? Es ist halt nur, ja, das ist dann halt nur mein Sound letztendlich. Aber wenn es dann ein eigenes Lied ist, dann könnte die. Könnte die Freundin natürlich auch sagen, wie sie das gerne, also was sie sich da vorstellt oder so. Ne? Das, dann wird es ja auch, wie sie das machen würde. Ne? Also das ist ja dann auch eine andere Sache. Aber natürlich, wenn sie natürlich ein paar Akkorde selbst spielt, das ist natürlich auch geil. Also selbst wenn es nur irgendwie Grundakkorde sind oder ein bisschen, oder vielleicht kann sie irgendwas, was ich nicht kann oder so. Ne? Also das ist ja immer auch von einer... Vom Sound her einfach was anderes, auch wenn es dasselbe Keyboard ist. Aber du kannst zu zweit natürlich mehr rausholen letztendlich, ist doch klar. Wenn jemand ein Instrument spielt, egal welches, und sei es noch so wenig, aber dann, dass die Leute auch gleich hören, ja, es ist jetzt mit der Frau zusammen und es ist nicht nur Svens Musik. Ja. Mit der Frauenstimme, also so von wegen, so würde Sven das machen, wenn er dieses Lied machen würde, sondern es muss ja wirklich auch die Vorstellung von demjenigen auch kommen. Ne? Und ja, dass es nicht wie Sven klingt, sondern dass man gleich merkt, aha, ja, ja, jetzt singt seine, jetzt macht seine Freundin mit, das hört man schon an der Musik, so, ne? Also. Aber mal gucken, was alles so möglich ist, ne? Wie gesagt. Ich meine, ist für mich ja auch mal eine Herausforderung, so ein Lied von meiner Freundin umzusetzen. Ne? Also wenn ich eine hätte, die jetzt wirklich nur singen kann und ich schaffe es wirklich für sie, die Musik zu machen, was ich eigentlich noch nie mir vorgenommen habe, aber ja, ist natürlich auch ein Anreiz. Ne? Vielleicht nimmt man auch irgendeinen geilen Werkspeed und ist damit auch zufrieden. Das kann man ja dann auch sagen. Das ist ja kein Problem. Aber vielleicht kann man den Werkspeed ja dann auch mit irgendwas kombinieren, sodass es dann doch was Eigenes ist. Also spielt man halt live ein bisschen dazu, macht irgendwas dazu, was man vielleicht normalerweise nicht dazu machen würde. Also die Ideen sind da schon, das kann man vieles machen. Das ist... Genau, jetzt warten wir bis. Genau, also das war Folge 300 vom Podcast von Sven Heidenreich. Ich hoffe, dass diese Folge euch ein bisschen was gebracht hat. Also auch mal wieder, ich habe ein bisschen was von mir preisgegeben. Ich habe, ihr wisst jetzt, warum ich vieles mache und dass es nicht Selbstnutzen ist, sondern, ne, sondern wirklich, ich will euch damit wirklich was geben. Und wenn mir was Gutes widerfährt, möchte ich, dass ihr daran teilhabt, dass ihr auch euren Nutzen irgendwie davon habt. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und wenn ich das erreiche, also wenn einer wirklich sagt, hey, jetzt hast du das Keyboard, geil, jetzt hast du auch mir dann mit was gegeben oder du hast, oh geil, jetzt können wir was zusammen irgendwie, wir haben zusammen was auf die Beine gestellt irgendwie und das ist geil, dann muss da noch nicht mal mein Name stehen. Ja, also dann habe ich eigentlich das erreicht, was ich wollte. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin eine schöne Zeit und ja, es geht weiter mit Podcast 300, muss ich an die 3 mich gewöhnen, 301 dann. Und schauen wir mal, Flo und ich werden ja auch noch unsere Folge über Jan Tenner machen, da bin ich auch sehr gespannt. Mal gucken, wann wir sie machen. Und wie gesagt, wir stehen ja unter keinem Zeitdruck, ja.
Wir können die Folge machen, wann wir wollen, und das ist ja das Schöne. Und für euch ist der Überraschungseffekt größer. Ihr wisst nicht, wann es kommt. Ja, und das ist ja auch schön, wenn ihr dann irgendwann liest, ah, jetzt wird wieder bei Antenna geredet. Ah, jetzt kommt wieder Podcast von Sven. Ah, jetzt kommt wieder ein Audiobeitrag von Franzi. Och. Oder von Marie. Oder von, ja, oder vielleicht auch mal wieder von Manuela Glaso, ne? Die hat ja auch schöne Audiobeiträge gemacht und ja. Das mit dem Führhund war ja auch interessant. Also gut, auch wenn ich selber das jetzt, mich das jetzt nicht betroffen hat, weil ich ja keinen Führhund habe, aber es gibt ja genug Blinde, die einen Führhund haben, und von daher waren das wirklich gute Beiträge, ne? Also finde ich. Ja, also wie gesagt, jeder ist willkommen und jeder kann irgendwie, wenn er Bock hat, einen Audiobeitrag für Podcast von Sven Heidenreich machen, kann diesen Audiobeitrag natürlich auch jederzeit in seinem eigenen Podcast veröffentlichen. Also hier ist nichts, kein Zwang, kein, ja, ich lade die Dinge einfach nur hoch. Mehr mache ich nicht. Ich bearbeite nichts, ich kritisiere nichts, also außer ich finde es gut, ne? Ich würde nie einen Audiobeitrag auseinandernehmen und würde sagen, ja, da könntest du noch ein bisschen mit der Tonqualität, und ich würde ja auch mal, wenn ich bla bla bla, na, ihr wisst es ja, so diese Podcast-Coaches, die dann immer bla 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 machen, um ihren eigenen Senf dazu zu geben. Also sowas mache ich nicht. Ja? Das ist nicht meine Aufgabe. Es gibt Leute, die können das gut und die verdienen sogar damit Geld. Aber natürlich kann man sich auch Tipps holen. Klar, einen guten Tipp, ne, ist immer gut. Ein guter Tipp ist immer gut. Aber letztendlich bin ich da, um ja so ein kleines Netzwerk vielleicht zu schaffen, ein anderes Netzwerk. Ja, also ein kleineres, aber ja, eben Podcast von Sven Heidenreich. Der Podcast heißt halt so. Also klar, ich hätte ihn auch anders nennen können, aber ja, ich hätte auch einen Überbegriff nehmen können, aber ja, da ja sowieso das meiste von mir kommt, ist der Name ganz okay, denke ich. Und ja. Und wie gesagt, ihr müsst euch auch nicht verpflichtet fühlen. Ich habe ja, also ich würde nie darauf bestehen, dass jemand sagt, du, aber sag auf jeden Fall Podcast von Sven Heidenreich. Ihr könnt es machen. Ne? Das ist natürlich auch schön, wenn jemand sagt, herzlich willkommen bei Podcast von Sven Heidenreich, aber es ist kein Zwang. Also ihr seid jetzt nicht verpflichtet irgendwie, ja, aber wenn ihr schon einen Audiobeitrag hochmacht, müsst ihr auch sagen, Podcast von Sven Heidenreich? Überhaupt nicht. Ihr könnt auch, wenn ihr einen Audiobeitrag macht und habt einen eigenen Podcast zum Beispiel oder habt dann Lust gekriegt und wollt einen eigenen Podcast machen, den könnt ihr natürlich dann auch erwähnen. Ne? Und so wurde dann der Audiobeitrag, so ähnlich hat es ja der Apfelkuchen gemacht, der hat mir einen Audiobeitrag gegeben, den hat er bei sich veröffentlicht und ich habe ihn auch veröffentlicht. Ja, und so ist es eine Kooperation, aber ohne Zwang. Ja? Also ist nicht so, dass der eine zum anderen sagt, ja, pass mal auf, ich will, dass es so läuft. Nö, er kann es bei sich veröffentlichen, so wie er das möchte, und ich veröffentliche es bei mir, so wie ich es halt möchte. Also halt, Und ja, da ich nichts bearbeite und nichts schneide, braucht man bei mir natürlich auch keine Angst haben, dass ich dann da rumschnippel oder so. Und ja, und so hattet ihr ja dann den, konntet ihr ja dann in zwei Podcasts den Audiobeitrag hören. Und ich meine, das ist natürlich geil, wenn man es schafft, einen Audiobeitrag in mehreren Podcasts zu haben. Ne? So wie manche, die dann auch bei Blindworld, ne, was drin haben, aber auch in ihrem eigenen Podcast. Ja, und das ist schon, ich würde es auch gerne mal schaffen, ehrlich gesagt. Also ich fände es auch geil, wenn einer meiner Beiträge oder irgendein Beitrag von mir es wirklich mal schaffen würde, irgendwie bei Blindworld oder im Irgendwasser zu landen. Ja, da würde ich mir natürlich auch, aber ich glaube, dafür bin ich, ich denke mal, also so sehe ich das. Ich glaube, dafür bin ich einfach zu unprofessionell, dass ich im Irgendwasser lande, weil ich glaube, ja, auch wenn der Kurt immer sagt, ja, es ist nicht so professionell und so, aber ich denke schon, er schneidet ja auch viel. Und gut, manches macht er ja auch wirklich live. Ne? Also er ist ja auch, ich mag den Kurt, weil er wirklich cool ist. Aber ja, ob ich da mal reinkomme oder, ja, bei Stefan Merck sowieso nicht. Also das ist natürlich eine Nummer zu groß. Also ich verehre ihn zwar, aber ich glaube, wenn der meinen Podcast hören würde, dann würde er sagen, was ist das denn? Was ist das denn für ein Quatsch? Also ich könnte mir so eine Kommentare richtig vorstellen. Also ich glaube, ja.
Obwohl das natürlich ein Ritterschlag wäre, wenn einer wie Stefan Merck oder Kurt Hagen Podcast von Sven Heidenreich, der Podcast von Sven Heidenreich sagen würde. Also das wäre natürlich, ne, oder ja, oder der Apfelkuchen-Podcast. Ne? Also das ist natürlich ein Ritterschlag, wenn du so einen als Intro hättest. Ne? Also das ist natürlich, ne? Oder so ein doppeltes Intro. Ne? Oder wenn du natürlich einen hast, der dieses Sponsoring-Kabarett mitmacht, der, zum Beispiel könnte man zum Beispiel sagen, ich sag Podcast, oder er sagt Podcast von Sven Heidenreich, der Podcast von Sven Heidenreich. Und dann sag ich, präsentiert vom Apfelkuchen oder präsentiert vom bla bla bla. So von wegen derjenige müsste aber schon Humor haben dann. Also von wegen, jetzt nimmt man mal diese Sponsorsache auf die Schippe, ne? So von wegen. Oder dann ja, stelle ich mir auch so lustige Einlagen vor, dass zum Beispiel ich rede und auf einmal schaltet der sich, also sei es jetzt der Apfelkuchen oder irgendeiner von den anderen Podcasts, und sagt, Sven, es sind jetzt 3:30 um, du solltest jetzt eigentlich mal wieder meinen Podcast erwähnen. Also, dass man so richtig auf die Schippe nehmen, dieses Sponsoring und ne, also so Comedy draus machen. Ne? Das könnte man ja auch so kennzeichnen. Hier kommt der Sponsoring-Comedy-Podcast oder sowas, und dann kann man das ja so auf die Schippe nehmen. Ja. Oder man denkt sich irgend so einen Podcast aus, der dann so als Sponsor gilt, kann man ja auch machen. Und ein anderer, egal wer, sagt dann so, ja, du hast den Podcast Friesenbuck nicht erwähnt oder sowas. Oder was ich wieder heißen würde, dann so, oh, habe ich vergessen, scheiße, was passiert jetzt eigentlich? Ja, gut, ist noch mal genehmigt, aber beim nächsten Mal ist unser Vertrag zu Ende oder sowas. Da kann man wunderbare Parodie-Sachen machen. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Jetzt mache ich aber wirklich Schluss. Ich laber und laber, laber. Ja. Dann hört man sich. Ciao, ciao. Bis zur Folge 301.